Servus Leute, die Wellen schlagen hoch, die Unheard Edition ist mit dem Patch 14.6 rausgekommen. Eine größere Edition als die EOD Edition mit Offline-Koop und es wird heiß diskutiert, weil das Ding kostet 250 Euro oder 110 Upgrade von EOD. Und meine Meinung dazu und alles, was uns erwartet in diesem Video. Viel Spaß! Es gibt einen Trailer für die Unheard Edition und den schauen wir uns jetzt einfach mal an und dann besprechen wir, was es da zu sehen gibt. Link dazu natürlich unten in der Description, wenn ihr dann selber anschauen wollt. Genauso wie zu den Patch Notes, beziehungsweise Edition Notes. Kamerafahrten haben wir, glaube ich, auch noch nie in einem Trailer von BSG so gesehen. Und ja, neue Melee-Waffe. Die Unheard Edition. Man sieht hinten den Gamma-Container, den wird es mit der geben. Play offline with friends, offline, Koop, PvE, indem man progressen kann und zusammen ohne PvP alle Quests machen kann. Keine Wipes, alle Quests gibt's. Dann spezielles Gear kriegt man mit dieser Edition. Mark of the Unheard, Funkgerät, ich weiß nicht genau, für was das ist. Eine Melee-Waffe, so ein Kultistenmesser oder was auch immer das ist. Ein extra Armband, das sieht ziemlich cool aus. Stash, EOD ist 10x68, muss man bedenken. Background, ETS-Server, mehr Free-Market-Slots. Fence-Wrap. Ein paar kleinere Vorteile. Größere Taschen. Man hat zwei extra Slots in den Taschen, also zweier Slots. Und ja, das war der Trailer. Das Ganze gibt es natürlich auch niedergeschrieben in den Patch Notes und da schauen wir mal kurz drüber. Also, der PvE-Koop-Modus, den mit Persistent Progression, das heißt, man kann einfach Tarkov offline spielen mit bis zu 5 Leuten. Oder was heißt offline im Koop-Modus. Und da progressen und man kann sich wahrscheinlich selber wipen, es wird keine Wipes geben. Und ich habe in Erfahrung gebracht, es wird auch PMC-Bots geben. Also es wird mehr PvE in diesem Modus geben. Aber wie das dann genau aussieht, bleibt abzuwarten. Also größerer Stash, 10x72, der ist 4 Reihen größer als der EOD-Stash. EOD ist 10x68. Dann Increased Starting Level of Character Skills. Wie hoch das ist? Ich glaube, 3 habe ich irgendwo gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Wird nicht so viel sein letzten Endes. Wenn es jetzt, wenn man auf 5 startet statt 1 oder so, macht es immer noch nicht viel aus. Das sind, ich glaube, man braucht 5000 Punkte und das sind dann 100 Punkte von 5000, die man da geschenkt bekommt. So um den Dreh. Ja, man muss auch bedenken, bei EOD kriegt man auch besseres Trader-Standing, also bei den Tradern. Dann die PMC-Pockets sind größer. Das ist statt einfach nur 4 Einser-Slots, sind es 2 Einser-Slots und 2 Zweier-Slots. Das ist ein bisschen, das ist so das Ding, was mich ein bisschen stört. Man hat so, ja, größere Pockets. Das ist schon hin und wieder ein größerer Vorteil, aber letzten Endes sind 2 Slots. Ist halt ganz nett, aber, ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, was ein bisschen arg in die Pay-to-Win-Richtung geht. Aber, naja, mal sehen, wie das ankommt. Dann Additional Equipment, ja, Equipment und Ressourcen in Stash. Das ist nicht so wichtig, ist am Ende ähnlich spielentscheidend. Dann Unique Game ID, man kriegt einen anderen andersfarbigen Namen. Bei EOD hat man jetzt die goldene Krone. Ich habe nachgefragt, wenn man jetzt upgradet von EOD, dann ist die Krone erstmal weg und man hat die Farbe von der Unheard Edition. Und später kann man dann auswählen, also dass man dann mit der Krone wieder rumlaufen kann. Dann Radio Electronic Mark of the Unheard, was das genau ist, keine Ahnung. Ein Special Item. Dann die Waffe haben wir gesehen, es gibt das Armband, das haben wir auch gesehen. Man hat länger Zeit, um seine Mails abzuholen. Im Moment sind es, glaube ich, 4 Tage von der Versicherung. Und das wird dann halt vielleicht 5-6 Tage sein, keine Ahnung. Dann mehr Slots auf dem Flea Market, ist ein bisschen angenehmer, um zu verkaufen. Increased Fence Standing. Man hat extra, Scav Karma. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Es wird nicht allzu viel sein, gehe ich von aus. Dann neuer Main Menu Background, okay. Und man kriegt automatisch Zugang zum ETS-Server. Da wurde man bis jetzt immer eingeladen, musste sich bewerben. Jetzt kann man das einfach mit der Edition zukaufen. Und wird heiß diskutiert. Besonders der Punkt mit dem PvE-Koop, dass das ja ein DLC ist und EOD-Besitzern versprochen wurde, dass DLCs inklusive sind für immer.
BSG, ja, wertet das nicht als DLC. Ich sag mal, man kann das als DLC werten. Aber ja, das ist halt eine Entscheidung, die BSG vor 7-8 Jahren getroffen hat, mit der EOD-Edition dazu versprechen, dass jedes DLC inklusive ist. Da war sowas wie dieser Koop-PvE-Modus noch gar nicht geplant und deshalb war das sicherlich eine harte Entscheidung für BSG. Aber da schlagen die Wellen hoch und ich habe schon viele, viele negative Comments gesehen und die wird es wahrscheinlich auch hier unter dem Video geben. Da bin ich drauf gefasst. Das ist im Moment der Knackpunkt. Ne? Die Edition kostet 250€, 110 Upgrade von EOD, um diesen PvE-Koop-Modus zu bekommen. Und das, obwohl es ein DLC ist. Und ich kann verstehen, dass sich da viele drüber aufregen. Ich kann aber auch BSG verstehen, dass sie halt hier jetzt mit dieser Entscheidung von vor 8 Jahren circa leben müssen und das Game vermarkten. Und jetzt gibt's EOD gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es die neue Edition. Nikita hat nicht gelogen im Interview. Es ist eine bessere als EOD. Ich dachte eigentlich, er meint es ein bisschen als Witz. Aber es ist eine bessere Edition. Sie ist ein bisschen größer. Es gibt denselben Container. Und man hat noch diesen PvE-Koop-Modus. Ja, kann man sich drüber aufregen. Man muss es aber nicht unbedingt kaufen. Letzten Endes, wenn man es umrechnet, wie viele Stunden man in EFT steckt, wie viele Stunden viele Leute in EFT stecken, ist 250€ immer noch, ja, vertretbar. Aber es ist natürlich schon ein ordentliches Price-Tag. Ne? Also, ja. Es ist viel Geld. Für mich ist es okay, aber ich habe auch 11.000 Stunden in Tarkov. Das muss jeder für sich selber wissen, weil letzten Endes ändert sich beim Spielen nicht so viel. Man kann auch mit der Standard-Edition spielen, wenn man erfahren ist. Natürlich hat man hier seine Vorteile und es werden mehr Vorteile und teilweise ist es ein bisschen, ich würde nicht sagen pay to win, weil man gewinnt ja dazu oder nicht dazu. Es sind halt angenehme Vorteile, die man bekommt. Ein bisschen Trader-Rap, ein bisschen Flea-Market. Man kann hier die Mails ein bisschen später abholen. Und natürlich, EOD Edition hatte es auch schon. Ne? Man hatte mehr Trader-Rap. 0,2 startet man statt 0. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist. Und dadurch hatte man auch schon mehr Scav-Karma und eine Melee-Waffe und sowas. Das hatte man auch in der EOD Edition oder hat man in der EOD Edition. Von daher ist es nicht alles neu, was wir machen. Also wirklich, der Knackpunkt ist dieser PvE-Koop, der für viele natürlich interessant ist, weil sie einfach mal entspannt ein bisschen PvE spielen wollen. Ohne diese Gefahr vom PvP. Einfach Tarkov, so wie sie es wollen. Und das wünschen sich viele. Und da hängt jetzt halt ein großes Preisschild dran. Verständlich, dass sich da ein bisschen drüber aufgeregt wird. Für BSG war das sicherlich eine harte Entscheidung, das so zu machen. Aber sie machen das jetzt so. Wir müssen damit leben. Ich finde es eine gute Sache, dass es eine neue Edition gibt. Bisschen kontrovers und ein bisschen in die Pay-to-Win-Richtung. Nicht zu arg. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass. Also, ich habe auf Reddit Sachen gelesen wie Massive Head Start und sowas, das stimmt halt nicht. Es ist jetzt nicht der krasse Vorteil. Also letzten Endes beim Spielen wird es kaum Unterschied machen. Aber ja. Dann gibt es natürlich noch Patch Notes, List of Changes. Da werde ich aber nochmal ein extra Video drüber machen. Ich denke mal, das kommt morgen über die Patch Notes. Sie haben nämlich hier nebenbei, also es gibt hier jetzt Frühling. Es ist nicht mehr früher Frühling, sondern später Frühling. Das heißt, alles wird ein bisschen grüner sein vom Wetter her. Dann Reduce the Base Inertia Stärke. Inertia wurde genervt. Reduce the Aim Punch Effekt. Wie gesagt, da gehen wir dann mal drüber. Sie haben auch mit diesem Patch die Body Hitbox Penetration und Armor Penetration Rework gemacht. Also, die ganzen Hitboxen und wie hier Penetration funktioniert und sowas wurde überarbeitet. Aber das mache ich morgen in dem Video. Heute geht es erstmal bloß um diese Unhurt Edition. Und ja, das war meine Meinung dazu. Und ihr könnt mir ja gerne in die Comments schreiben, was ihr davon denkt. Ich denke, da werden viele negative Comments kommen. Aber ich bitte euch, ne, immer ein bisschen ausgewogen. Man muss nicht nur voll reingehen und haten, aber ja, wie gesagt, ab in die Comments damit. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Heute ab 16.30 Uhr werde ich die Edition live on Stream kaufen, könnt ihr ja vorbeischauen. Lasst ein Follow da, Link unten in der Description. Und hier auf YouTube, ja, würde ich mich wie gesagt über einen Comment freuen. Daumen nach oben, Comment wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days.